Hallöchen zur nächsten Mod-Vorstellung. Heute haben wir hier einen Landini Serie 7 Robo 6, steht zumindest hier dran. Der Mod kommt hier in der Version 1.0 vorbei und hat eine Größe von 10 MB, also alles völlig überschaubar. So sieht er wie gesagt aus. 190 PS Manuell- und Lastschaltstufengetriebe, 320 Liter Sprit und 50 km/h kann er laufen. Und ja, ein bisschen zum Einstellen geht auch. Wie immer auch hier die Reifen ohne Beschreibung von mir. Fangen wir mal einfach mit den Reifenherstellern an. So, dann haben wir hier eigentlich schon dieses ODRL. Das sind die Leuchten hier vorne. Die stecken hier unten drin, wenn ich das noch richtig weiß. Hier unten, da habt ihr es in weiß, in rot, in grün oder ohne. Ne? Frontlader könnt ihr hier dazu machen. Mit den Lichtern gucken wir uns übrigens auch gleich an. Quicke, Hauer oder keinen. PS 190, 210, 225 und mit die 190. Hauptfarbe könnt ihr komplett ändern, wie ihr wollt. Dann habt ihr es halt so. Und diese Designfarbe betrifft, ich mache es extra orange, hier diesen Streifen runter. Aber sonst betrifft es nichts, nur diesen Streifen praktisch. Felgenfarbe könnt ihr auch noch in den ganzen Farben ändern. Und die Designfarbe, wie gesagt, in den ganzen Farben, da habt ihr einiges an Auswahl. So. Kennzeichen hat er auch, hier vorne eins und hier hinten eins, genau. So, hab schon einen gekauft, hier natürlich wie immer, steht auch hier schon, so sieht er aus. So, von innen sieht die Sache dann so aus. Ja, dann würde ich mal gucken, was man noch machen kann. Wir können hier mit der Maus noch was steuern. Beide Motorzeichen gedrückt halten und man kann, wenn man den Motor eingelassen hat, mit beiden Mäuschen gedrückt halten, links und rechts fahren, könnt ihr hier praktisch ihn ein bisschen runterlassen, wie ihr wollt. Genau. Ihr seht auch hier das Tagfahrlicht jetzt. Das ist jetzt, ich habe glaube ich das Rot genommen. Wir gucken es aber wie gesagt auch noch kurz im Dunkeln noch an. Hupe funktioniert, die Rundumleuchten funktionieren auch. So. Hier. Hydraulik-Sound, Belastungssound ist auch da. Versuchen wir es doch mal hier reinzukommen. Innen drin übrigens sieht es dann so aus. Wir gucken gleich nochmal genauer hin. Ja, alles funktioniert. Na, ihr habt ein Display, da ist auch ein bisschen was animiert hier. Ja, ihr seht hier, das funktioniert. Und auch mitten drin, meine ich, ist auch ein Display. Genau, das funktioniert auch.
Und auch das hier klappt. Rundummöchten haben wir ja schon getestet. Füße, der eine Fuß wird betätigt. Die Hand bleibt da langsam Joystick, da passiert nichts. Auch wenn gewisse Hebel hier drin animiert sind, man sieht es auch hier. Aber sonst passiert hier nichts. So. Spiegel funktionieren. Na, auch hier das Display, wie gesagt, animiert. Jetzt sieht man das Rudi auch schon ein bisschen. Nur gehen wir mal in die Nacht rein. Logdatei ist sauber hier bei mir zumindest. Und ja, so, haben wir das Regensound. Ihr seht jetzt aber hier das rote Tagfahrlicht. Na, das sind die paar verschiedene Farben, wo ihr einstellen könnt. Einmal Licht. Hier haben wir auch Kennzeichenbeleuchtung. Zweimal Licht. Hier ein bisschen. Ja, LED-Farben würde ich sagen, hier hinten, ne? Hier vorne haben wir es nicht, zweimal Licht, dann haben wir oben noch ein bisschen besseres Licht und dreimal Licht wieder alles aus. Ja, ein super mittlerer Traktor, super Sache mit den Lichtern da vorne drin, hat auch einen super Sound, keine Fehler. Ja, Link zum Download wie immer unten in der Videobeschreibung, da könnt ihr ihn runterladen. Und würde ich sagen, viel Spaß damit und bis zum nächsten Mal hier auf dem Kanal. Macht's gut und ciao.